Gott. Galoppel ist hier, der hat gerade einmal gefurzt, glaube ich. Das ist aber auch eine ekelhafte Sau. Herrlich. Der hat ein Benehmen, dieses. Also, nee. Ja. Was brüllst du hier? Ja, Marcel kennt das Spiel nicht. Wir dürfen nicht zu viel verraten, aber ich. Ja, mein Gott. Mein Gott, was ist denn hier für ein Gerumpel? Wie viele Baumstämme fehlen hier noch? Einer. Verdammte Scheiße. Nee. Nee, natürlich nicht. Ich meine, guck ihn dir an. Der kleine Fleischklöps ist wieder da. Ja, Noah, du hast recht. Das Kind ist völlig hässlich. Und es lohnt sich auch nicht, das Kind zu retten. Das ist, oh Gott, das wackelt hier, du. Thrombosen, Jonas, ne? Der hat aber auch nie. Warte mal, habe ich noch einen Brandpfeil? Ja, super. Hier sind schon zwei Galoppelheinze und einmal Trombi. Aber. Trombi, hör mal auf jetzt damit. Der ganze Fußboden wackelt hier. Und da Muschi Klaus hat schon wieder geworfen. Die armen Kinder, weißt du, die robben hier durch den Wald auf der Suche nach Hilfe drin und keiner kommt da. Hör doch auf. Und die Väter hier, die kümmern sich einen Scheiß um ihre Kinder hier. Guck dir das doch mal an. Lieber brennen die hier. Ja, wenigstens Galoppel geht hin. Galoppel, wo willst du hin? Komm. Ja. Also diese Bettfaser-Trophäe ist wundervoll. Finde ich gut. Ja, ich meine, ganz ehrlich, du musst ja auch mal vorbereitet sein. Du weißt ja gar nicht, wo dein Kind ist. Also, sag mal, was macht ihr da unten, Rudelbums? Hervorragend. Die zünden sich alle gegenseitig an da unten. Ja, leider sieht man das nicht, weil Marcel ja sein Lurch würgen muss. Der hat auch eine Blase wie eine Erbse, glaube ich. Also, ich kann euch sagen, hier unten rennen hier die Heinze und Trombi und die sehen alle verkokelt aus. Die zünden sich gegenseitig an und töten die Eingeborenen. Galoppel, komm mal wieder zurück. Ja, die sehen alle nicht mehr ganz so frisch aus. Die haben alle schon so einen leichten braunen Teng. Naja, eigentlich schwarzen Teng. Oder der nächste ist verstorben. Die Galoppelze sind schon tot. Nur Thrombosen, Jonas will nicht. Der schmeißt sich lieber auf den Boden mit seinem fetten Wanst. Jetzt ist Thrombosen-Jonas tot. Tritra Trulala ist neuer Follower, ja. Wundervoll. Vielen lieben Dank, sage ich mal im Namen von Marcel. Galoppel lebt doch noch der eine. Du sterb doch mal, ich will die anderen hier abernten, verdammte Scheiße. Stehen hier rum. Galoppel. Stirb. Der ist tot.
Der hat einen Pfeil im Kopf. Galoppel, bleib mal hier. Du hast noch meine Pfeile, bring die wieder her. Ja, liebe Regie, die hatten wir auch, die Bettfasertrophäe. So, da bin ich wieder. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr Ja, du hast den drangeblieben ganzen seid. Spaß verpasst. Den ganzen Spaß. Wieso? Hast du schon wieder Ja. Grillfest gemacht? Ja, drei Galoppelheinze, ein Thrombosen-Jonas, die ganzen Eingeborenen rennen hier noch rum. Und ich kann die Galoppelze nicht abernten und Thrombosen-Jonas auch nicht. Und einen Follower, und zwar Tritra-Trolala. Ja, dann erstmal vielen Dank dafür. Bis vorhin bei 100 haben. Er ist död. Kannst du mal abhauen und nicht da aus dem Busch gucken? Was ist mit dir? Hau ab! Meinst du nur, weil du eine Keule hast, bist du hier der Chef oder was? Verschwinde. Ach, da hinten bist du. Ich habe dich eben nicht gesehen. Ne? Das ist ein bisschen zu hell, glaube ich. Betsy ist ein bisschen angebrannt. Sie ist tot. Betsy Lee? Betsy Lee ist tot. Haut doch jetzt mal ab. Ich will Galoppelhens haben. Wo kommen die denn alle her? So, jetzt reicht's, Marcel. Ja. Geh in Deckung. Warum? Ja, das wirst du gleich merken. Okay. Also ich bin von der Mauer weg, ganz ruhig. Jetzt sehe ich bloß nicht, wo der Ring ist. Okay, dürfte funktionieren. Scheiße. Oder auch nicht. Wo ist denn jetzt, wo ist denn mein Dynamit? Hab ich kein Dynamit? Ach doch, da unten. Die Stö Oh, ich Hast du hab Baum Baum gefällt? gefällt. Ja, nun. Ach, da ist der Verrückte jetzt. Ja, und hier liegen jetzt Stücken. Oh, toll, ey. Jetzt hat es so lange gedauert, dass die Mutanten weg sind. Verdammte Scheiße. Dämliche Idioten. So, die Einwohner sind tot. Die Einwohner sind tot. Das hat einfach zu lange gedauert. Das sind die despawned, ey. Das kann wohl nicht wahr sein. Dämlichen Affen. Oh nein. Die kommen doch bestimmt noch mal wieder. Ja, darum geht's doch jetzt gar nicht. Es geht doch darum, dass wir Galoppelheinz jetzt nicht haben und Thrombosen-Jonas. Hier liegt ein Baum. Ja, den habe ich doch gerade gesprengt. Oh, bleib doch mal stehen. So, er brennt schon mal. Meine Güte. Ab wann kann ich. Warum kann ich denn diese Ifiti-Dinger noch nicht bauen? Muss man das erst finden?
Das ist ja ungünstig. Ich habe Essen gefunden. Du sollst die Einwohner herbringen und nicht Essen suchen. Wir brauchen Knochen. Oh, wie habe ich denn das gemacht gerade? Bin ich ja richtig weit. Liegen da noch welche draußen rum? Ja, das will ich hoffen für dich. Jetzt gehst du da hin und guckst. Jetzt gehe ich hier hin und guck. Steffi schreibt Namen. Das bin Steffi. Namen, das bin Steffi. So, wir werden mal noch ein paar Schädel verarbeiten. Für den guten Zweck. Für Schädellose. Hier ist das Tor auf. Also nee, Marcel, was ist denn mit dir? Wie, da ist das Tor auf? Ja, du hast das Tor aufgelassen. Hier hinten? Ja, jetzt habe ich es zugemacht. Dann müssen wir doch mal gucken, ob hier... Ich war der Meinung, was war weiter vorne? Ja, du hast dich wieder vom Reh ablenken lassen. Ja, ich glaube. Das ist der Jagdinstinkt, weißt du? Ja, du hast jetzt Bambis Mutter getötet. Also sind die Eingeborenen weg, ja? Die sind jetzt weg, leider. Okay. Tennisschläger, Schaden, blockieren. Kuni Bachelor schreibt gerade in meinem Garten, da muss jemand das Tor offen gelassen haben. Ja, du hast das Tor offen gelassen. Nee, ich war's. Ich war's. So geht das aber nicht. Steine. Oh, die Musik. Sticky. Und es regnet und regnet und regnet. Fisch gesammelt. Aha. Hier sind die Fische. Ja, ich habe auch noch mal zwei gesammelt. So, dann wollen wir mal wieder die Bäume hier fällen, nicht wahr? Gehst du nach oben wieder Bäume fällen oder? Achso, hier, nee, unten. Hier drinne. Okay. Weil hier muss ja noch dieser, hier oben, hier die... Aua! Der ist ja jetzt der Baum auf mich raufgefallen. Der ist irgendwie nach außen weggefallen. Na, ganz toll. Macht denn hier jeder, was er will? Das hat er gestern schon immer gemacht, das Tor aufgelassen. Ja, und dann wundert er sich, wenn die Eingeborenen hier reinkommen.
Du, aber ganz ehrlich, das mit dem Reh war ganz galant. Tor auf, eingeborenen angepulst, zu und der Dreh war drin. War auch gut. So, dann machen wir mal hier die Brücke fertig. Ja. Lagen hier nicht auch noch welche? Nö. Hier hinten. Feder. Hier bei mir auf der Ecke sind noch welche, da wo der Wagen auch ist. Ein Baum ist noch, den ich fällen kann hier drin, ne? Warte. Der andere muss bleiben. Was ist denn schon wieder? Oh, Warte. die Ach, der Wagen ist schon wieder. Wagen. Oh. Ich hatte das doch gerade behoben. So, pass auf, Marcel, der Baum fällt. Ja, bin aus dem Weg. Ey, dieser verkackte Wagen, ne, jetzt hängt er hier fest oder was? Kommst nicht ran, also der muss sich auf Kopf Nee. legen, damit du ihn rauskriegst. Oh, der Vogel wurde erschlagen. Hast Federn gekriegt? Nee. Aber Fleisch. Ah, jetzt hat er Katsching gemacht. Jetzt ist er wohl fertig. Dann legen wir mal den kleinen Spatz hier einmal ins Feuer. Fleisch sieht man gar nicht hier im Feuer. Ah, zum Glück kriegt man einen Hinweis, wenn es fertig ist, ne? Ja. So, der Turm ist auch fertig, das ist schon mal gut. Ich werde mal den anderen Bogen noch wegräumen. Den brauche ich nicht mehr im Inventar. Ach, siehst du, hier könnte ich auch mal ein paar Lampen hinmachen, ne? Ist das jetzt auch der olle Bogen? Ja. Ich werde mal ein paar Lampen basteln. Das ist so dunkel hier hinten. Ich überhaupt noch Schädel? Ja. Ansonsten die Schädelproduktion geht ja hier nicht aus. Ich habe keinen Schädel mehr, Marcel. Ronny, ich soll sagen, vom lieben Winnie, vielen Dank für die Follows. Genau, Ja, ich das danke ist auch. so. Oh, wir können pennen. Ja, ich denke, das sollten wir dann wahrscheinlich auch tun. So, dann gehen wir mal schlafen.
So, nochmal speichern. Tag 62, jawohl. So, haben wir hier noch ein paar Bieren. Sind hier wieder Federn drin? Nee, noch nicht. Da habe ich vorhin welche rausgeholt. Ja, nee, da können wir beide rangehen. Das ist nicht schlimm. Ach so. Genauso wie mit dem Koffer, ne? Du kriegst dein Zeug und ich kriege mein Zeug. Unabhängig davon, was wir dann sehen. So ein schönes Stück Rehfleisch. Warte, habe ich den Fisch schon aufgehangen? Nee. Na komm, den anderen auch noch. Jawohl. So, sind wir mit den Steinen. Ein Schädel brauche ich. Hallo, können mal ein paar Eingeborene vorbeikommen? Ein Schädel für was? Ich habe eine Lampe gebaut. Wo ist sie? Hinten, wo auch, was ist das für ein Korb da hinten, was ich gemacht habe? Ein Knochenkorb? Ja, ich glaube, ne? Ach, da hinten in der Ecke. Okay. Ja, dann mache ich das fix fertig. So, Licht ist an. Guck ich mal, ob ich noch ein paar Felle wegsortieren kann hier. Kann ich bestimmt noch irgendwas weghängen. Das habe ich ja auch fertig. Warte mal, dann kann ich ja die nächste Brücke machen, ne? Ja, kannst du schon tun. Die Baumbrücke. Einmal da oben rangetüdelt. So, dann gucken wir mal. Oh. Galoppelheinz ist unterwegs. Oh, wo ist er denn? Hier bei mir auf der Ecke. Hör mal auf, gleich klatscht er. Und die Eingeborene, siehst du, die Schädel kommen. Warum setzt er das denn jetzt nicht daran? Die ist so enthalten, ne? Ich möchte deine Haut anziehen, Galoppel. Und der erste Galoppel ist schon mal tot. Oh, hier sind aber noch die ganzen Eingeborenen. Ja, das macht ja nichts. Ich muss mal ganz kurz. Mach mal Platz. Oh nein, ich muss weg. Oh Gott. Nein, nicht sterben jetzt. Hoch hier, hoch hier. Versuch gerade wegzukommen. Ja, das war eben etwas kritisch. Komm schnell. Warum muss Galoppel auch so weit wegliegen? Der spinnt wohl. Na, Seppel, wo bist du? Ja, komm mal her. Die sind doch alle hier in der Nähe. Seppel. Seppel und Zippi. Und DJ Bobo ist auch wieder da. Naja, eigentlich nicht DJ Bobo, aber der, die CDs von ihm verkauft. Was war das? Ich weiß nicht. Vielleicht ist er gekommen, ich habe keine Ahnung. So, einen so einen Typen habe ich schon mal. Hatten wir hier nicht ein Feuer? Ach, hier. Oh, das war aber ein Schrei. Ebenfalls hat sich was geklemmt. Kannst du mal nachgucken, Marcel? Da hat sich was verklemmt, guck mal. Hier nochmal. Zack. Oh, wie bist du? Sag mal, Betsy, du alte Betsy, du bist ja nackt, das ist ja widerlich, du hässliche Kuh. Keine Haare, nix hat sie hier.
Glatzenbetsi. Ja. Oh. Dein, du, ich glaube, dein Fuß, dem geht's nicht mehr so gut. Der ist ein bisschen verdreht, Betsy. Naja, jetzt brennst du. Ist schön warm. Wenn man Nacken ist im Wald, dann friert man auch schnell. Denke ich mir. Zumindest. Gott, das so ist. Ich war noch nie nackend im Wald. Und das wird auch nie passieren. Ja, ich glaube, Betsy hat sich den Fuß gebrochen. Marcel, sind da noch ein paar Leichen? Ich weiß nicht, ob die schon tot sind, aber ich glaube, ich habe Betsy gerade erledigt, aber die scheint wohl nicht dicht genug dran zu sein, als dass ich die aufnehmen könnte. Okay. Warte. Ich will mal gucken, wo er ist. Ah, doch, ich hab's, ja. Sehr schön. Mal ruf auf den Grill. Also, Winnie, wir fummeln nicht mit den Eingeborenen, das ist ekelhaft. Wer weiß, was die für Krankheiten haben. Ich meine, guck sie dir an. Wir fummeln überhaupt nicht mit denen rum, wir pieken die nur. Und dann werden sie verwertet. Das ist ein ganz aggressiven hier mit seinen Tattoos. Naja, der hat sich das Hirn wegtätowiert, weißt du das? Ist... Der hat doch gar keins. Guck dir doch mal an, die Schädel sind doch immer leer, wenn wir die aufsammeln. wo ist er denn jetzt hingerannt? Kunibert Schlempel schreibt gerade, so viel Spaß macht es mit anzusehen. Er geht ins Bett, will früh ins Gym und kommt sonst nicht aus den Federn. Dann ja. Sag ich mal, gutes Nächtle. Viel Spaß und denk dran, Noah, Sport ist Mord. Ne? Pass auf dich auf, nicht, dass dir noch was passiert da. Alles klärchen. So, hier liegt schon eine Bumskeule. Der lebt ja immer noch. Oh, das hat schon wieder ein neuer. Da sind schon wieder zwei. Ja, ich sehe den da hinten stehen. Der guckt ganz komisch. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Oder immer noch, also es sind ja... Ja, ich guck mal von oben, warte mal. Ich guck mal kurz, was der hier macht. Ja, warte mal, ich werde mal einen hier ein bisschen beackern hier, warte mal von hier oben. Der ist schon mal tot, der andere, der steht jetzt da mitten im Wald. Jetzt liegt er im Wald. Einen habe ich gerade rausgezogen. Ja, den anderen hole ich jetzt, der ist so weit weg. Und ich muss meinen Pfeil auch wieder haben. Ach, das Lampenheinz. Weißt du, der hat auch diese Leuchtelampe bei sich immer hier. Eine? Ach ja, ja. Oh, das sieht nachts aus, ne, wenn der nachts rumwandert. Als wenn er eine Laterne am Rücken hat, weißt du. Ja, genau. Und Arme, guck dir mal die Arme an, ist ja ekelhaft. Die sind schon ein bisschen siehst du das? Ich hatte gerade einen Vogel auf der Hand. Ja, habe ich auch schon ganz oft gehabt. Das ist voll schön, so richtig Disney-mäßig. Ich kann den Schädel nicht mehr aufnehmen. Das ist ja eine Frechheit. Na, ich glaube, ich konnte ihn gerade noch. Ich glaube, ich konnte ihn gerade noch aufheben. Ja, ich muss eh noch ein paar Lampen basteln. Warte mal, da kann ich ja mal schnell übernehmen. Lampen. Draußen bräuchten wir auch mal ein paar Lampen, ne? Ist die Tür noch auf? Ich habe die gerade erst aufgemacht. Ja, natürlich. Was frage ich überhaupt?
So. Und dann stellen wir auch mal welche im Wald, damit wir die besser sehen, wenn die kommen nachts. So. Ja, ja, warte, warte. Der Dreh ist jetzt bei uns drinnen. Jetzt auch. Was hast du denn immer mit den Rehen, sage mal? Er hat einen Rehfetisch. Ja, er kann ja auch Hasen jagen oder Lurche. Nein, er hat Rehe und er hat einen Rehfetisch, das werde ich dir sagen. Ja, weißt du auch warum? Die sind einfacher zu treffen. Die sind am einfachsten zu treffen, geben am meisten Fleisch, also warum nicht? Essen. Was machen wir denn als nächstes? Was machen wir? Die nächste Brücke habe ich da schon gesetzt, oder nicht? Ja. Der Wagen, ne? Oh, der nächste Wagen. So. Also manchmal ist es echt friemelig. So, Baumfeld. Was hast du gerade gesagt, Marcel? Baumfeld, aber du warst eh nicht in der Nähe, von daher war es gut. Nee, ich bin hier vorne noch. Nächster Baumfeld. Wunderbärchen. Ich weiß nicht, kann ich die... Liegen die Baumstämme hier vorne irgendwo? Ich weiß gar nicht, ob die so weit reingefallen sind. Ja, zwei waren drin. Soll ich die Tür zumachen hier? Vorsicht, der nächste Baum fällt in die Richtung, ne? Ja, ich suche gerade die anderen Baumstämme, die du hier gefällt hast. Die habe ich oben schon eingesetzt. Ach so. Wenn ich sie alle gefunden habe, ne? Ist ja auch nicht immer einfach. Baum fällt. Halt klar. Ich mache ein bisschen das Gekröse hier weg. Ja, dann sieht man die Baumstämme auch vielleicht mal nicht. Das Blöde ist nur, dass der Mist immer wieder kommt, ne? Wenn du neu lädst. Es wäre schon schön, wenn man das irgendwie beeinflussen könnte. Dass das nicht wieder kommt. Achtung! Oh ja, die sind wieder reingefallen. Warte mal, wo ist hier der Eingang? Hier bei Trombi. Genau, hier liegen sie doch, sag ich doch. Naja, ein paar brauchen wir doch, ne? Ja. Guck mal, hier ist auch noch ein Baum. Ich weiß gar nicht, warum du den immer auslässt. Irgendwer hat sich gerade wieder beschwert. Baumfeld?
Jawohl. Okay, hier brauche ich nur noch einen da oben und dann ist er fertig, oder? Nee, der ist schon fertig. Der ist schon fertig. Warte mal, ich hole mir mal noch die von hier drinnen, die Baumstämme. Jetzt ist schon wieder Musiklos. Das Baby ist auch hier schon wieder unterwegs. Ja, aber ich sehe es irgendwie nicht so recht. Ja, naja, das fliegt hier auch mehr durch den Wald, als er da droppt. Ja, ich merk's gerade wieder. So, eins habe ich erwischt. So, 6 Baumstämme noch. Okay, ich habe hier noch einen Baum gefunden, der passt ganz gut ins Schema. Mein Gott, das Rie, ey. Kann ruhig wieder reinlaufen. Nee, das Tor ist zu. So. Den werde ich mal nehmen hier. Na, ich habe gedacht, ich nehme den hier am Teich. So, Baum fällt. Oh, bei uns gewittert er tatsächlich. Genauso wie hier im Spiel, ja. Passt. Okay. Der ist fertig. Können wir die ja mit reinnehmen? Ja. Ich würde sagen, ich hole den Wagen, aber hier, ach, hier ist ja einer, hier vorne. Ja, ein bisschen mal. Ja, obwohl der eine zurzeit nicht nutzbar ist. Ja, wir haben 3 Wagen. Ja, der andere hat schon wieder, der macht schon wieder Kopfstand. Der Kopfstandwagen. Hm. Naja. Ich habe ein Reh mitgebracht. Hast du auch die Tür danach zugemacht? Ja. Dann will ich mal gucken, wo ist es denn? Ich hab's schon. Ach so. Ich hab's gerade gesehen. Und die Vögel. Na gut. Oh, hier sind schon wieder kaputte unterwegs. So, ich muss mal ein bisschen Wasser trinken hier. Okay, also das mit den Brücken hier, das ist echt gut. Wir werden ja mal langsam Feierabend machen. Ach ja, das Rehfleisch kann ich ja gleich aufhängen, sehe ich gerade. Ach, da ist wieder einer. So.
Ah, nicht getroffen. Komm her, Sippi. Aber wenigstens der hätte getroffen müssen. Oh, Kopftreffer. Jawohl. Nicht runterstürzen. Oh, ist das nicht schicke Musik? Ja, die ist hervorragend. Das mit dem Wagen, ne? Wo willst du hin? Ja, ja. Ja, in diesem Sinne, wir haben heute auf jeden Fall viel erreicht, neue Sachen gesehen, ja. Neuen Bogen. Und in dem Sinne danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau, auch vielen Dank für die Follows. Wir sind dann ab Montag gerne wieder für euch da und wünschen euch natürlich noch einen schönen Abend und kommt gut hin. Ein schönes Wochenende. Jo, macht's gut.